Nach einem zweiten Tag heftiger Gefechte ist es den US Marines gelungen, die nordkoreanischen Streitkräfte aus Seoul zu vertreiben. Da bald eine weitere Division eintreffen soll, besteht große Hoffnung, dass die Region bald wieder Frieden und Stabilität erfahren wird. Wieso wird einer verschont und der andere nicht? Bis heute weiß ich keine Antwort. Aber der Tod holt uns alle. Irgendwann. Wenn in 4 Stunden mehr als 6000 Männer sterben, ist ein Todesfall nur noch eine Nummer. Ich wusste nur, dass mein bester Freund fort war. Ein Teil von mir wünschte, es hätte mich getroffen. Die Toten haben ihre Schuld beglichen. Jetzt sind die Lebenden an der Reihe. Wir verabschieden uns von Private William Robert Irons. Es war meine Ehre, dass er unter meinem Kommando stand. Er hinterlässt Familie, Freunde, Marines-Kollegen und eine dankbare Nation. Tut mir leid, Mitchell. Will war einer der Besten. Wir kümmern uns umeinander, wenn du was brauchst. Verzeihung, Private Mitchell. Jonathan Irons, Wills Vater. Mr. Irons, es tut mir sehr leid, Sir. Das glaube ich, Sergeant. Private Mitchell, Sie waren Wills bester Freund. Sie haben beide einen zu hohen Preis für Ihr Land gezahlt. Es war eine schreckliche Tragödie, Sir. Das war nicht nur schrecklich, Sergeant. Es war auch unnötig. Junge, ich biete Ihnen eine zweite Chance. Mr. Irons, Mitchell wurde entlassen mit seinen Verletzungen. Ich weiß von seinen Verletzungen, Sergeant. Bei Atlas haben wir Prothesen, die denen des Militärs 20 Jahre voraus sind. Will sagte mir, was für ein Soldat Sie sind. Sie sollten für ein Militär kämpfen, das ebenso effektiv wie Sie ist. Erwägen Sie es. Wills Tod sollte nicht umsonst sein. Sergeant? Okay, diesmal weiß jeder, was zu tun ist. In Position gehen. Zwei auf der Terrasse. Korrigiere, 3. Du bist dran, Mitchell. Schalte sie aus. Schalte sie aus. Hab noch einen. Hab ihn. Zur Küche. Atlas 01. Wir registrieren den Präsidenten. Medienraum Südflügel. Verstanden, Prophet. Wir sind drin. Mitchell, wirf eine Warngranate. Auf sie. Sicher. An der Tür aufstellen.
Wir machen das leise. Sturmladung bereit machen. Jetzt aufstellen. Sicher. Mr. President, wir sind ein Atlas-Rettungsteam. Können Sie sich authentifizieren? Zulu Tango. Okay, den Kopf unten halten und ganz nah bleiben. In Ordnung, Junge. Prophet, wir haben das Paket. Begeben uns zur Evakuierung. Verstanden, Atlas 01. Auf zur nördlichen Zugangsstraße. Verstanden. Bringen wir ihn hier raus. Da lang. Registrieren Drohnen auf der hinteren Veranda. Lass sie vorbei. Mehrere Feinde beim Pool. Ausschalten. Alles okay? Sanitäter, hier rüber! Sanitäter! Sanitäter, hierher! Bin in Bewegung! Los! Patrouille nähert sich. Runter! Nicht angreifen. Einfach vorbeilassen. Okay, weiter. Prophet, wir nähern uns der nördlichen Zugangsstraße. Wie ist der Evakuierungsstatus? Transporter kommt schnell rein. Ankunft in einer Minute. Wir müssen uns eingraben, bis unser Fahrzeug da ist. Halten Sie auf! Evakuierung ist gleich da. Los, los! Da ist unser Gefährt. Mitchell, bring den Präsidenten rein. Mitchell, die Tür! Bewegung, los! Mach die Tür auf! Erwischt!
Mitchell, die Tür! Schlampig, Mitchell. Du bist ein toter Mann. Zurücksetzen! Keine Entschuldigung für Ausrüstungsversagen. Die beste Waffe ist die zwischen deinen Ohren. Benutze sie. Formation wird zurückgesetzt. Alle zurück auf Anfangsposition. Das war sein Arm, Sir. Ich wusste, es ist zu früh. Dieser Arm ist mir mehr wert als die gesamte Anlage. Wie geht's meinem Jungen? Wir arbeiten noch daran. Dann arbeitet weiter. Er ist ein toller Soldat. Wahrlich ein trauriger Tag, wenn das Militär keine Verwendung für gute Männer wie dich hat. Spring rein. Machen wir eine Tour. Rein in den Jeep, Mitchell. Steig ein. Joker, wir bringen Mitchell zur Forschung. Bereitet die Simulation für einen weiteren Durchlauf vor. Okay, Boss. Du siehst hier fortschrittliche Kriegsführung. Atlas hat das größte stehende Militär der Welt. Aber wir unterstehen keinem Land. Im Gegensatz zur Regierung zeigen wir offen, wozu wir fähig sind. Wir verkaufen keine Politik, sondern Macht. Wir sind eine käufliche Supermacht. Macht bedeutet nicht nur die Fähigkeit zu zerstören. Atlas hat Infrastruktur an Orten gebaut wie Korea, Sierra Leone und Nigeria. Wir schaffen in ein paar Jahren brauchen. In Wahrheit sind wir oft effektiver als die Regierungen, die uns beauftragen, wie mein Sohn auf schmerzliche Art erfahren hat. Mitchell. Ich weiß, du machst das nicht für Geld. Darin erinnerst du mich sehr an Will. Jetzt reparieren wir den Arm. Also gut, hier drüben. Lass deinen Arm richten, Mitchell. Sie warten. Rein, Mitchell. Hallo, Mitchell. Sehen wir uns den Arm mal an.
Dir herüber. Na los, legen Sie den Arm auf den Tisch. Okay, ich lasse eine Diagnose durchlaufen. Versuchen Sie bitte, Ihren Arm zu bewegen. Ich nehme eine kleine Änderung vor. Moment. Okay, nochmal bitte. Ich denke, ich erkenne das Problem. Noch einmal bitte. Alles klar, fertig. Aber ich empfehle einige Schießübungen, um die Kalibrierung zu testen. Auf zum Schießplatz. Angriffsexo. Die armen Schweine haben keine Chance. Also gut, die Show ist vorbei. Gehen wir. Du schon wieder, Ilona. Willst du was beweisen? Muss ich nicht. Ich bin schon auf Platz 1. Dein Exo ist mit einem Overdrive ausgerüstet. Setz ihn ein, um einen taktischen Vorteil zu erlangen. Die Overdrive-Batterie leert sich schnell. Setz ihn also sparsam ein. Geh an die Station, wenn du bereit bist. Aktiviere Zieltraining. Starte Runde 1. Verbündete achten. Overdrive einsetzen. Runde 2. Overdrive einsetzen. Runde 3. Overdrive einsetzen. Ja.
abgeschlossen. Ihre Leistung war gut. Nicht schlecht. Aktiviere Zieltraining. Starte Runde 1. Overdrive einsetzen. Runde 2. Runde 3. Die Simulation ist jetzt startbereit. Verstanden. Mitchell und ich sind in einer Minute da. Wirf eine Warngranate! Schieß durch Wände, um diese Ziele zu... Auf EMP wechseln und die Drohnen ausschalten. Wirf eine intelligente Granate und visiere ein Ziel an, um sie zu lenken. Gut, mach's nochmal, diesmal als richtige Herausforderung. Aktiviere Granatentraining. Nur Granaten, Mitchell. Nochmal die Warngranate einsetzen. Abgeschlossen. Ihre Leistung war Durchschnitt. Durchschnitt trifft's ganz gut. Aktiviere Granatentraining. Also los, wir müssen den Simulator nochmal starten. Thank you.
abgeschlossen. Ihre Leistung war durchschnittlich. Aktiviere Granatentraining. Abgeschlossen. Ihre Leistung war Durchschnitt. Drohnentraining wird aktiviert. Training wird aktiviert. Drohnentraining wird aktiviert. Training abgeschlossen.
Pass auf, Irons wird uns zusehen. Diesmal gehe ich vor. Wähl deine Ausrüstung. Geh in den Aufzug. Der andere Fahrstuhl, Mitchell. Leck mich. Joker, wir kommen hoch. Schalte die Simulation diesmal auf Angriffsmodus. Verstanden. Es kann losgehen. Bereite Angriffsmodus vor. Simulationsstart in 3, 2, 1, ausführen. Okay, ich gehe vor. Meine da Richtung. Kommen Sie! Ausschalten! Setz den Overdrive ein! Atlas 01, wir registrieren den Präsidenten. Medienraum Südflügel. Zugangspunkt. Wir treffen uns beim Medienraum. Gehe über das Wohnzimmer rein. Mr. President, wir sind hier, um Sie zu retten. Ich brauche Ihren Authentifizierungscode. Alpha, Zulu, Tango. Bestätigt. Bleiben Sie hinter uns. Los geht's! Atlas 01, Achtung! Wir registrieren eine große Einsatztruppe, die sich der Position nähert. Verstanden, Prophet. Setz deine EMPs ein!
Mitchell, setz deine Angriffsdrohne ein. Gesichert! Immer weiter! Los, los! Prophet, wir nähern uns der nördlichen Zugangsstraße. Benötigen sofortige Evakuierung. Verstanden, Atlas 01. Evakuierung ist unterwegs. Weiter, weiter! Schaff den Präsidenten rein. Mach es diesmal richtig! Mach die scheiß Tür auf, Mitchell! Verstanden, Atlas 01. Ein Warbird kommt und bietet Luftunterstützung. Ankunft in einer Minute. Verstanden, Prophet. Also gut, verschanzen! Kontakt! Setz dein Schild ein! Kontakt! 12 Uhr! Intelligenten Granaten ein! Haben wir ja einen Experten vor uns. Er entwickelt sich, Sir. Er ist bereit für echte Einsätze. Gute Arbeit, Junge. Willkommen bei Atlas.
Vorher dachte ich, ich wäre durch. Aber Irons gab mir was, woran ich glauben konnte. Den Fuß in die Tür zu kriegen ist eins. Man muss beweisen, dass man dazugehört. Ich bekam meine erste Chance 2 Monate später. Vor etwas über 12 Stunden wurde der nigerianische Premierminister Samuel Abidoyo entführt, als er am internationalen Technologiegipfel in Lagos teilnahm. Wir vermuten, dass die KVA dahinter steckt, eine antiwestliche Terrororganisation, gegründet von ehemaligen tschetschenischen Separatisten. Der Aufenthaltsort und die wahre Identität ihres Anführers, Codename Hades, sind unbekannt. Das Tatmotiv ist unklar, doch die Entführung fügt sich in eine Reihe von Aktionen der letzten Jahre ein, die der KVA zugeschrieben werden. Ihr Auftrag lautet, die Truppen der Gastgebernation unter Captain Ajani zu verstärken und die sofortige Freilassung des Premiers zu erwirken. Diese Amateure denken, sie verstehen was von Geiselrettung. Wir zeigen ihnen, wie es geht. Beeil dich, Kleiner. Hey, eine Sekunde, ja, das... Das Sinking spinnt noch. Okay, gut. Ziemlich faszinierend. Verlieb dich nicht ins Spielzeug. Es geht an den Soldaten, der es benutzt. Gideon, meine Männer sind in Position. Wir starten auf Ihren Befehl. Verstanden. In 5 geht's los. Bring uns ja nicht um, Kleiner. Alles klar. Du bist online. Flugdrohne aktiv. Schicke dir die Übertragung. Aktivier die Drohne, Mitchell. Hab sie. Jetzt ganz ruhig. Nähern uns Zielgebäude. Mehrere KVA-Einheiten. Südraum im 1. Stock. Flieg weiter. Konferenzraum direkt voraus. Schatz, bitte. Ich bin der Einzige, den Sie brauchen. Da ist der Premierminister. Boss, guck doch mal, wer bei ihm ist. Hades. Schalten wir ihn aus? Der Premier hat oberste Priorität. Geboren zum Sterben. Manche schuldig, manche unschuldig. Die Frage ist nur, wann und wie. Wir leben durch Gottes Gnade. Ihn zu töten bringt ihm gar nichts. Ganz im Gegenteil. Es bringt sogar sehr viel. Prophet, Sie haben eine Geisel umgebracht. Wir schlagen zu. Verstanden, Atlas 2-1. Abschussfreigabe erteilt. Alle Teams, Freigabe, Freigabe. 3 Minuten zur Linie Alpha. Die Zeit läuft. Wenn wir angreifen, töten Sie den Premierminister. Das tun Sie sowieso. Wir holen ihn lebend raus. Verbox nicht. Videoübertragung vom Kommando. Zeigen wir Ihnen, was Atlas kann. Die KVA hat diese Region schon viel zu lange terrorisiert. Es gab Zeit für ein deutliches Zeichen. Ein Handschlag vom Premierminister und ich könnte die gesamte Region retten. Also holt ihn lebend raus. Stressfrei. Stress? Was für ein Stress? Viel Glück. Abgeschlossen. Mitchell, aufbrechen. Meine Männer sind in Position. Niemand feuert ohne Befehl. Verstanden. Na los. Sind in Position. Niemand feuert ohne Befehl. Verstanden.
Na los. Magnetgriff an. Die Wand hoch. Um das Fenster herum. Deine Handschuhe werden daran nicht haften. Sturmladung bereit machen. Die Sturmladung platzieren, Mitchell. Bewegung, Mitchell. Geiselraum, 100 Meter. Hier entlang. Prophet, wir haben die Randgebäude gesichert und rücken zum Ziel vor. Verstanden, 2-1. Los. Gesichert. Sehen wir uns das an. Mitchell, Joker, ihr seid dran. Mitchell, wir brauchen Sichtverbindung zum Ziel. Aufpassen, Mitchell. Was zum Teufel ist das? Harmonischer Puls. Erfasst die Biodichte durch so ziemlich jedes Material. Showtime! Alles klar, Mitchell. Du bist unser Auge. Die Aufklärung zeigt 4 KVA-Mitglieder im Raum. Markier sie. Wir schalten sie gemeinsam aus. Auf dein Zeichen, Mitchell. Ziel bestätigt. Hab ihn. Sie werden eine Geisel töten. Harmonischer Puls. Erfasst die Biodichte durch so ziemlich jedes Material. Showtime! Alles klar, Mitchell. Du bist unser Auge. Die Aufklärung zeigt 4 KVA-Mitglieder im Raum. Markier sie. Wir schalten sie gemeinsam aus. Auf dein Zeichen, Mitchell. Feinde sind markiert. Auf dein Zeichen. Feuer. Sie werden... Alle Ziele erledigt. Atlas Rettungstruppe, keine Bewegung! Sieht aus, als wäre Hades geflohen. Nicht unser Problem. Mitchell, den Premier sichern. Mitchell, befrei den Premierminister. Alle Geiseln sind weg. Die Technologen des Treffens. Die KVA wollte sie, nicht uns. Johnny. Was?
Meine Männer haben sie in einem Truck gesichtet. Farbe. Welche Farbe? Weiß. Position! Wo? Sie verlassen die Innenstadt. Okay, Bewegung. Team Alpha sichert die Sichtverbindung. Sir, hier sind Sie sicher. Danke, Soldat. Wir haben Verkehrsüberwachungsaufzeichnungen eines weißen Trucks auf der Independence Road südwestlich. Roger. Scheiß Berufsverkehr. Nigerianische Armee! Runter! Aus dem Weg! Raketenwerfer! Runter von der Straße! Ziel mit Raketenwerfer auf dem Bus! Warngranate werfen! Setzen MGs ein! Achtung! Scharfschützen, auf den Balkon! Setz dein Overdrive ein! Gesichert. Bewegung. Wir können eine Abkürzung durch die Gassen nehmen. 2-1. Zieltruck ist in Bewegung. Halber Kilometer südlich. Hier durch. Verstanden. Wir kümmern uns drum. Bin in Bewegung! Feuer! Ich hab's nicht.
Bereich gesichert. Hier, durch das Tor. Ich hab's. Hier entlang. Gegenverkehr. Nach rechts, nach rechts. Treppen hoch. Schütz ist gepanzert! Wir müssen es flankieren! Mitchell! Den Kampfwagen flankieren! Los, hinter den Bastard! Saubere Arbeit, Mitchell. 2-1. Zieltruck biegt nach Westen auf den Liberty Highway ab. 500 Meter. Wir sind gleich da. Hier durch. Wir müssen über diese Mauer. Über die Straße! Mitchell, bleib bei der Mission! Auf die andere Seite der Straße, Mitchell! Feinde auf die Mittelstreifen! Über die Straße! Die andere Seite der Straße, Mitchell! Infanterie, auf 12 Uhr! Feinde auf der Mittelstreifen! Über die Straße! Auf die andere Seite der Straße, Mitchell! Voraus!
über die Straße! Macht sie ab! Auf die andere Seite der Straße, Mitchell! Über die Straße! Sicher! Rüber! Auf die andere Seite der Straße, Mitchell! Aufpassen! Seite der Straße, Mitchell! Über die Straße! Es hätte mich da gerade fast erwischt! Die Truck nähert sich der Position. Verstanden, Prophet. Mitchell, bleib bei der Mission! Mitchell, zu mir! Der Truck müsste jetzt zu sehen sein. Ich sehe ihn! Verdammt! Keine freie Schussbahn. Scheiß drauf! Bringen wir es hinter uns! Spring! Schalte die Geländewagen aus! Reitmarken zum Springen! Schalte die Geländewagen aus! Reitmarken zum Springen! Gideon, wir haben Sichtkontakt zu dir verloren. Verfolge Ziel nach Süden. Organisier dir einen fahrbaren Untersatz und folge mir! Roger! In der Nähe bleiben! Thank you.
feindlicher Heli! Ausschalten! Jetzt! Truck auf 12 Uhr! Springen! Festhalten! Hey, nicht schlafen. Es ist erst vorbei, wenn ich es sage. Bitte sag mir, dass er am Leben ist. Ganz locker. Er atmet. Noch. Was wollen die überhaupt mit dem Typen? Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. Das geht nur das Hauptquartier an. Bist du zufriedener, Johnny? Du hast gehalten, was du versprochen hast. Heute gebe ich einen aus. Ja. Gar nicht übel, Mitchell. Bei Atlas lief es anders als bei den Marines, aber das hat mich nicht gestört. Leben stehen auf dem Spiel. Die Streitkräfte von Atlas schreiten schnell ein, um die Geiseln zu retten. Verdammt nochmal, Gideon. Du bist ja fast ein Filmstar. Red kein Unsinn. Ist vermutlich das erste Mal, dass dein Hinterwäldler Arsch einen sieht, der noch alle Zähne hat, aber reg dich nicht auf. Das ist echt witzig, weil deine Mutter... Wow. Seht ihr diesen Scheiß? Nicht übel, was? Du hattest Glück. Die KVA wird immer besser. Was wurde aus dem Kerl, den wir aus dem Wasser gefischt haben? Eins hat ihn übernommen. Ist mir recht. Krass, Mann. Einfach krass. Bleib locker. Bleib locker. Was können wir für Sie tun, Sir? Fürs Erste reicht ein Glas. Das geht noch besser. Setzt euch, Jungs. Beim Militär gibt es ein Sprichwort. Behandle deine Männer wie geliebte Söhne und sie folgen dir ins tiefste Tal. Ich verlor meinen Sohn. Und jetzt weiß ich, es zählt jeder Moment. Du musst sagen, was gesagt werden muss, solange du kannst. Ihr habt einen großartigen Job gemacht. Lagos bietet fantastische Perspektiven für Atlas. Und dafür danke ich euch. Auf euch, Männer. Das Feiern tat gut. Aber Gideon hatte recht.
Es war reines Glück. Und die KVA wurde immer besser und setzte sich täglich größere Ziele.
euch hinter dem Schutz der Technologie versteckt. Technologie ist wie Krebs. Ich werde euch von diesem Geschwür befreien. Ich setze die Welt zurück in ihren Ausgangszustand. Ich bin Hades. Ich bin euer Retter. Ares 2er, bitte visuellen Überblick über Planquadrat. Bitte bestätigen. Seht ihr das auch? Okay. Verlässliche Daten zeigen, dass die KVA eine Kernschmelze im Reaktor auslösen will. Wir starten im südlichen Hof und rücken dann nach Norden vor. Wir beenden es im Kontrollraum. Los, in Position! Deaktiviere Tarnung. 2-3, halten wir uns immer noch an die eingeschränkten Einsatzrichtlinien, over. Negativ, keine eingeschränkten Einsatzrichtlinien, 2-4. Freigabe für alle Ziele, over. Das wird ein Spaß, Mitchell! Wie Korea! Nur mit mehr Strahlung! Abschießen!
verzweifelt. Die KVA hat soeben ein Titan auf den Hof gerollt. Verstanden, Bravo. Wir sehen einen Werfer ganz in der Nähe. Mitchell, schnapp dir den Werfer und schalte den Titan aus. System. Nochmal! Haben Sichtkontakt zu einer Munitionskiste! Mit dem Werfer, Mitchell! Titan zerstört! Gut gemacht, Mitchell! Achtung, Bravo! KVA-Techniker haben das Sicherheitsprotokoll überprüft und versuchen, einen GAU einzuleiten. Uns bleibt nicht Zeit! Verstanden, Prophet! Wir sind unterwegs! Wir müssen zum Kontrollgebäude. Bewegung! Am schnellsten kommen wir durch den Aufzugsschacht runter. Roger, öffnen wir die Türen. Einer nach dem anderen. Los. Sicher. Hier entlang. Bravo, die Reaktortemperatur steigt an. Schlechte Neuigkeiten, oder? Die Marker sind unter der Norm, aber stabil. Können wir es noch schaffen? Das war ein Massaker. Weiter. Rechts halten. Es gibt eine Abkürzung. Aber da wird es hässlich. Zusammenbleiben. Die Tür öffnen. Verstanden. Bravo.
Kontakt! Los, los, los! Bravo, ihr müsst so schnell wie möglich durch den Reaktor. Ziele auf den Balkon! Ausschalten! Feindliche Infanterie auf 12 Uhr! Feuer! Feuer! Infizierte!
Mine hinter der Säule! Prophet, wir sind beim Lastenaufzug. Eine Etage hoch zur Hauptebene. Mitchell, drück den Knopf. Errichte einen Schutz an der Tür. Verstanden. Der Ausgang ist auf den oberen Stegen! Was? Obere Stege! Los! Ich verstehe kein Wort! Weiter! Wir haben es fast geschafft! Wir sind fast da! Bereich sicher! Also weiter! Gut. Was zum Teufel ist gerade passiert? Sie haben die Tür präpariert. Diese Konsole ist noch aktiv. Einklinken und Diagnose starten. Los an die Konsole. Mitchell, an die Konsole. Prophet, seht ihr das? Temperatur stabil? Die Kühlbecken müssen geflutet werden. Moment, das Niveau sinkt. Die Dampfleitungen wurden unterbrochen. Ja. Was? Was? Versuche Umleitung. Gideon, Kerntemperatur ist kritisch. Abbruch. Gideon! Ich mach das. Wir haben eine Stufe 7. Sofort aus dem Bereich weg. Scheiße! Verstanden. Bravo. Status ist kritisch. Weg hier! Warnung, Reaktor kritisch. Sofort evakuieren. Bewegung, los! Joker, was hat dein Geigerzähler? Alles in Ordnung, einfach weiter! Prophet, das sind KVA-Helis an den Nordturm!
Bestätigt, Bravo 1. Wir haben sie auf der Anzeige. Verstanden, Bravo 1. Sie sind in 30 Sekunden da. Bravo, Druckanzeigen sind kritisch. Alle Männer da raus. Ihr habt es gehört. Bewegung! Verdammter Mist! Was zum Teufel war das? Druckexplosion! Hier fliegt alles in die Luft! Bravo, hier ist Raid 2-3. Nähern sich für Luftangriff auf feindliche Fußsoldaten. Mann, das ist ein Geschenk des Himmels, 2-3. Es handelt sich um eine äußerst beunruhigende Live-Aufnahme. Das ist der Veteran Pacific Reaktor bei Seattle. Zeugenbericht. Ich hätte Gewehrschüsse gehört, gefolgt von einer massive koordinierte Verschleudung gegen radioaktive. Es folgt eine Live-Einspielung, Rohmaterial. Offensichtlich eine Ansprache des KVA-Anführers Hades. Liebe Mitbürger dieser Welt.
Heute habt ihr Angst. Ihr habt Angst, weil ihr aus euren Schlummern geweckt wurdet. Es gibt Tage, die vergisst man nicht. Manche Momente brennen sich auf ewig in unser Gedächtnis ein. Wo waren Sie am Tag, als alles anders wurde? Vor 4 Jahren wollte ein Mann unsere Welt zerstören. Wollte ein Mann Dunkelheit über uns bringen. Dachten wir, wir würden es niemals überstehen. Doch das haben wir. Zusammen. Als sie verwundbar waren, gaben wir ihnen Kraft. Als sie krank waren, boten wir ihnen Heilung. Als Chaos herrschte, sorgten wir für Ordnung. Stabilität, Sicherheit, die Chance auf einen Neuanfang. Wer wir sind? Wir sind der Weg nach vorn. Willkommen in Detroit! 2,5 Millionen Menschen, alle in Lagern wie diesem. Echt kein Urlaub, aber sie haben Nahrung, Wasser, Sicherheit. Alles dank Atlas. Und jetzt hat die KVA die Eier nebenan einzuziehen. Leck mich. Du siehst scheiße aus. 22 Tage am Stück. Die KVA macht keine Pause. Und wir auch nicht. Verstanden. Sie wollten die Leute im nächsten Monat zurückbringen. Dann ist die KVA aufgetaucht. Jetzt ist alles abgeriegelt. Sie beschützen unser Ziel. Sind wir noch dran an ihm? Dr. Pierre Danois. Er ist im Innenstadtkrankenhaus. Haben grünes Licht. 4 Jahre Jagd auf Hades und seine rechte Hand klopft einfach so an der Tür. Das ist brillant. Hey, hey! Ihm geht es sicher gut. Sie sagen, dass es halt sicher ist. Und du vertraust ihnen? Nicht vergessen, ein Paket pro Sektor. Moment, Captain. Scanne auf Isotope. Bitte warten. Was zur Hölle macht die KVA in Detroit, Boss? Eine leere Stadt ohne Polizei oder Augenzeugen ist ein guter Ort, um etwas zu verstecken. Oder jemanden. Okay. Viel Glück da draußen. Gideon. Torres, sind wir fertig? Ja, die Bikes stehen bereit. Das Zeitlimit ist eingegeben. In Ordnung. Aufsteigen. Auf das Bike.
Na los, Mitchell. Mit mir synchronisieren. Autopilot aktivieren. Bravo 2-1. Der Doktor hält Position im Krankenhaus. Die Uhr tickt. Verstanden, Prophet. Bei Kontrollpunkt Blau in 5. Nicht vergessen, wir brauchen ihn lebend, um Hades zu finden. Verstanden. Bravo, Ende. Name und Befehlsnummer. Gideon, Befehl 5527. Einen Moment. Vier Agenten auf Bikes wollen rein. Befehlsnummer 5527. Okay, alles in Ordnung. Prophet, Bravo 2-1, Passierlinie Delta. Wachsam bleiben. Ich kann nicht glauben, dass das Detroit ist. So viel hat sich nicht geändert. Sammelpunkt direkt vor uns, 12 Uhr. Prophet, Bravo 2-1 beim Sammelpunkt. Bereithalten. In Bereitschaft 2-1. Mitchell und ich nehmen die nördliche Seite. Hier zwei die südliche. Treffpunkt Bates Street. Verstanden. Aktivität 100 Meter nordwestlich von eurer Position geortet. Wir halten die Augen offen. Sind Leichen. Sieht wie ein Räumtrupp aus. Schutzanzüge. Schutzanzüge gelten jetzt als Feinde. Verstanden. Wenn die KVA getarnt vorgeht, könnte es mehr von ihnen geben, als wir dachten. Mitchell, die Tür. Zur Tür.
Joker, wie ist die Lage? Sind am Treffpunkt in der Bates Street. Die KVA ist überall. Feuerfreigabe. Sind fast da. Sanitäter, hier rüber! Kontakt! Wir verlassen sie raus! Kontakt, 1 Uhr. Feind auf 1 Uhr. Kontakt, feindliche Verlangen voraus. Hier rüber. Werfer. Kontakt, 12 Uhr. Sind sie? Bewegung! Feindliche Kontakt! 9 Uhr! Feindliche Soldaten voraus! Einer erwischt! Granate! Granate hier rüber! Einer erwischt! Status des Doktors. Haben biometrische Ortung. Immer noch im Krankenhaus. Gut, wir müssen weg hier. Los jetzt. Die Straße bietet keine Deckung, Boss. Der Wagen, das ist unsere Deckung. Krankenhaus noch 100 Meter entfernt. Los! Joker, gib uns Deckung!
Rechts! Bewegung! Der Doktor ist in der Nähe. Erster Stock, nördliche Seite. Wir brauchen ihn lebend. Blendgranate! Da, Mitchell, die Tür auf. Hau die Tür weg, Mitchell. Da, Mitchell, die Tür auf. Nicht schießen! Mitchell, nach wie dir. Na, kürzlich Hades gesehen? Ich sage nichts. Ja, das sagen sie alle. Und dann fangen sie an zu schreien. Glauben Sie, das ändert was? Sie wissen nicht, wozu er fähig ist. Wir sind alle tot. Nicht heute. Einpacken und mitnehmen. Mit Vergnügen. Mitchell, zu mir.
Feindliche Truppen sind im Anmarsch. Wir geben Deckung. Nehmt den Doktor und bewegt euch. Ich würde lieber wissen, wer mich schützt. Das ist geheim. Ob das eine gute Idee ist, Boss? Wir haben wohl keine Wahl. Verdammt, was war das? Keine Ahnung. Auf die Bikes, los! Ziel ist in Sicherheit. Bring ihn zur Befragung. Gideon Ende.